Hi Leute, ich wollte mal ein Video jetzt machen über einen Moment, wie wichtig es eigentlich ist, im Moment zu leben, im Augenblick zu leben. Einfach im jetzigen Augenblick völlig drin zu sein und das völlig wahrzunehmen. Man muss sich das erstmal bewusst machen, dass man immer nur im Hier und Jetzt lebt. Ich kann zwar im Hier und Jetzt an die Zukunft denken, aber trotzdem bin ich immer im Hier und Jetzt. Ich kann die Vergangenheit nochmal im Hier und Jetzt durchgehen, aber ja, Vergangenheit und Zukunft sind eigentlich nur Täuscher. Also wenn man muss sich das halt mal klar machen. Die Vergangenheit ist einfach vorbei und die Vergangenheit ist immer aus dem jetzigen Moment entstanden. Und nur wenn mein jetziger Moment gut war, dann kann meine Vergangenheit auch gut sein. Und wenn ich den jetzigen Augenblick nicht richtig gelebt habe und nicht ja, richtig im Augenblick war, dann ist meine Vergangenheit auch scheiße. Und wenn ich in der Zukunft, das ist eben genau das Gleiche. Wenn du die Zukunft, viele Leute arbeiten ja immer auf irgendein Ziel hinaus, wollen irgendwie viel Geld verdienen, um dann irgendwie ein Auto zu haben. Erstmal, du weißt nie, was in der Zukunft mal kommt. Vielleicht wirst du vorher vom Auto überfahren, dann hast du dein ganzes Leben verschwendet, jetzt mal so gesehen. Und mit der Zukunft ist es genauso. Die Zukunft besteht immer nur aus dem jetzigen Augenblick. Die Zukunft kommt nie. Ich bin immer nur im jetzigen Augenblick. Sobald die Zukunft stattfindet, bin ich ja schon wieder im jetzigen Augenblick. Und die Zukunft ist ja auch nur aus dem jetzigen Augenblick gemacht. Wenn mein jetziger Augenblick nicht gut ist, wie sollte meine Zukunft gut sein? Die Zukunft ist doch nur aus der Gegenwart aufgebaut. Ja. Wie soll ich denn, wenn ich mich jetzt scheiße fühle, in der Zukunft besser fühlen? Meine Zukunft besteht aus dem jetzigen Moment. Und ja, deswegen ist es einfach so wichtig, in den Augenblick zu kommen und es zu lernen, dass man einfach mal loslassen kann und ja, sich nicht mal irgendwelche Gedanken über alles Mögliche macht, was man falsch gemacht hat oder was man noch alles machen muss, sondern dass man einfach mal den Augenblick genießt und in den Moment kommt. Und das kann man eben gut durch Meditation oder gut durch Achtsamkeit. Achtsamkeit ist halt einfach so ein Stichwort, ja, dadurch gut lernen. Und ja, wenn ich achtsam bin, durchgehe Meditation durch alles Mögliche. Es gibt so viele verschiedene Techniken. Ist ganz leicht, braucht man auch gar keine Zeit zu. Muss es einfach schaffen, man kann alles meditativ machen und immer in den Augenblick kommen. Das wollte ich heute mal loswerden und euch mal ans Herz legen. Und ja, vielleicht denkt ihr mal drüber nach, lasst mal ein paar alte Sachen los und genießt mal den Augenblick.